Hallo Leute, heute ist der 7. November 2017, es ist kurz vor 8:30 und das ist wieder mein Blog-Video. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin heute sehr mitgenommen von der Therapie, also in der Physio haben wir nur massiert, weil ich seit 2 Tagen so starke Brustwirbelsäulenschmerzen habe. Heute auch wieder. Also so stark. Ich habe jetzt schon einmal Ventral genommen, 2 Milliliter. Aber so richtig besser wird's nicht. Und das nächste ist etwas, das mir schwer fällt zu erklären. Ich bin halt früh aufgewacht und hab so ein ungutes Gefühl gehabt, so wie, haltet mich jetzt bitte nicht für verrückt, so wie wenn mich so eine Art Geist verfolgen würde. Also ich habe jetzt keine Wahnvorstellung gehabt, also keine visuelle Wahnvorstellung, sondern es war einfach so ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt und dass mich was verfolgt. Das Krasse war dann, als ich in Scheibs war, ich war wieder bei Christine und Kerstin, während ich auf die Physio, auf Christine gewartet habe, ich bin mit der Rettung gefahren und bin neben zwei Sesseln mit dem Rettungsstuhl gesessen. Und auf jeden Fall hatte ich ohne irgendwie ersichtlichen Grund plötzlich der Sessel zur Seite gedreht, also mir den Rücken gezeigt. Und ich glaube nicht an Geister, überhaupt nicht. Aber irgendwie hat mich das sehr irritiert und mir Angst gemacht. Und ja, und danach fing der Mülleimer an zu rascheln. Ich war übrigens in dem Moment, wo das mit dem Sessel und dem Mülleimer war, ganz allein auf dem Gang. Ich habe dann nochmal geguckt, ob es vielleicht an der Tür lag, dass die Tür beim Aufmachen den Sessel verschoben hat. Aber daran lag's nicht, das weiß ich jetzt. Ich habe das Christine gezeigt, dass der Sessel jetzt verkehrt rumsteht oder mit dem Rücken weg von mir gehen, also mir den Rücken zugedreht hat. Und sie konnte es sich auch nicht erklären. Und vom Rascheln im Mistkübel weiß nicht, ob ich ihr das erzählt. Auf jeden Fall macht mir das sehr Angst, weil, wie gesagt, es ist wirklich passiert. Christina hat's gesehen, bestätigt. Und irgendwie glaube ich jetzt doch, dass mich irgendwas verfolgt. Ich kann nicht sagen, was, aber ja, ich entwickle, glaube ich, eine Paranoia. Ich weiß, dass ihr das jetzt nicht glauben werdet. Ich kann es ja selbst kaum glauben, was da passiert ist. Auf jeden Fall hat mich das so aus der Fassung gebracht, weil ich sowieso Angst vor der Psychose habe. Und das, was mich verfolgt, sozusagen, ist auch nicht kein gutes Wesen, wenn man das so nennen will, sondern es macht so ein negatives Gefühl, so wie wenn mich wer verfolgt oder mir etwas tun will. Ja, ich habe schon 2 Tage fast nichts gegessen. Obwohl es mir gestern wirklich gut ging, also es war, also psychisch nicht so gut, aber es war besser und ja, aber ich merke schon wieder so einen Kontrollverlust und wie ihr wisst, wenn ich die Kontrolle über mein Leben verliere, höre ich auf zu essen, weil ich dann steuern kann, wann ich esse, wie viel ich esse und was ich esse. Und dazu gehört auch
Essensverweigerung, weil ich dadurch das Gefühl kriege, ich habe zumindest eine Sache unter Kontrolle. Das ist wahrscheinlich auch für euch nicht wirklich nachvollziehbar. Auf jeden Fall habe ich dann im psychologischen Gespräch Kerstin davon erzählt. Und ich habe einfach auch jetzt noch Riesenangst, dass die Psychose irgendwie sich ausbreitet in meinem Leben. Ich kann normal sprechen und sehe im Moment nichts, was nicht da ist. Aber ich spreche halt im Schlaf oder im Halbschlaf, gebe ich Antworten, weil mich irgendwer was fragt. Es ist aber keiner da, das kommt von meinem Kopf. Und dann muss ich antworten, weil mich das extrem unter Druck setzt. Und bei uns in Lustdorf gibt es eine Frau, die nach dem Tod ihrer Mutter extreme psychologische und schon fast psychopathische Wahnvorstellungen, also eine Psychose erlitten hat. Und die ist extrem aggressiv, redet die ganze Zeit, wenn man sie sieht, mit sich selbst. Und wenn sie merkt, dass man sie anschaut, dann regt sie sich auf oder hat auch schon auf Leute hingeschlagen. Und ich habe Angst, dass ich auch so ende. Ich hoffe es nicht. Morgen kriege ich meine Haldol-Spritze. Ich kriege jetzt 50 Milliliter mehr oder 50 Milligramm mehr. Und das auf 3 Wochen, also 150 Milliliter, Milligramm auf 3 Wochen, also mit 3 Wochen Abstand. Und ich glaube nicht, dass ich das so durchhalte. Ich habe aber auch bald einen Termin bei einem neuen Psychiater, also Ende des Monats, ich glaube am 26. Kann es aber nicht genau sagen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass der mir irgendwie helfen kann, was jetzt Depression und diese Wahnvorstellungen angeht. Obwohl das mit dem Sessel ja eigentlich keine Wahnvorstellung ist, weil es wirklich passiert ist. Und ich kann mir nicht erklären, warum und wie. Aber das Rascheln war auf jeden Fall eine Wahnvorstellung. Und beim letzten Familienessen in einem Lokal sah ich plötzlich auf der Tischdecke Blut und Käfer. Und das war das erste Mal, dass ich einen psychotischen Schub hatte, während andere Leute anwesend waren. Ich habe das natürlich für mich behalten. Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Also ich kann Blut sehen und ich mag keine Käfer, aber ja. Und ich wusste, dass ich mir das einbilde. Also soweit bin ich noch realistisch oder kann ich das noch unterscheiden. Aber ich habe Angst, dass ich so wie diese Frau ende und das dann nicht mehr unterscheiden kann. Und ja, das Gespräch mit Kerstin war dann extrem anstrengend für mich, weil ich mir einfach riesige Sorgen über meinen Zustand mache. Und ich möchte Anfang Dezember gerne wieder zur Erholung nach Scheibs. Mal schauen, ob ich es so lange schaffe und ob die Zahn-OP da reinfällt. Ich hoffe nicht. Und mir ist jetzt übrigens ein zweiter Zahn abgebrochen. Aber das ist im Moment unwichtig. Ja, ich habe einfach Angst. Angst vor dem inneren Gefühl, verfolgt zu werden. Angst vor dem, was momentan in meiner Umgebung so passiert, sobald ich alleine bin. Ich habe jetzt schon so herumgewitzelt. Ich bekomme telekinetische, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, telekinetische Fähigkeiten. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube an sowas nicht.
glaube auch an Geister nicht eigentlich, aber irgendwas muss da sein, was mich belastet. Vielleicht ist es auch eine Vorahnung, weil bei uns in der Familie ist es so, dass meine Mutter und meine Großmutter oft träumen, was bald passiert und was dann wirklich passiert. Und die haben keine Psychose, die sind einfach ein bisschen hellsichtig, obwohl ich das auch nicht wirklich an das auch nicht wirklich glaube. Aber es war schon mehrfach so, dass sie einfach recht hatten mit ihrer, was sie geträumt haben. Und ja, jetzt haben wir über die, also ich glaube nicht, dass ich das über die Seite meiner Mutter bekommen habe, über die Verwandten. Ich weiß fast nichts von den Eltern von meinem Vater, weil die vor unserer Geburt beide an Krebs gestorben sind. In relativ kurzen Abstand. Und mein Vater nicht über seine Familie spricht. Oder seine Eltern und seine Großmutter. Und ich will ihn auch nicht dazu drängen, er war relativ jung, als seine Eltern gestorben sind. Und er spricht halt einfach überhaupt nicht über sie. Ich weiß nur, wie mein Großvater aussieht, weil es zwei Bilder gibt. Oder besser, ja, ich weiß, zwei Bilder gibt es. Von der Großmutter habe ich einmal ein Bild gesehen. Aber das ist auch schon lange her. Auf jeden Fall. Ich wollte das jetzt hier erzählen, nicht damit ihr mir sagt, ich habe einen Vogel oder so. Ich hoffe, solche Kommentare kommen nicht. Aber ich wollte es einfach erzählen. Ich habe jetzt lange mit mir in meinem Kopf herumgespielt, sozusagen, ob es gut ist, das zu veröffentlichen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, teile ich ja auch sonst mit, wie es mir geht. Und das gehört einfach dazu. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Aber mein Hirn spinnt schon wieder. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das macht mir Angst und ich habe ein unwohles Gefühl. Aber Conny, meine Assistentin, war heute bei mir und hat mich relativ gut abgelenkt, was gut getan hat. Psychisch geht's mir im Moment jetzt wieder schlechter. Ich habe irgendwie das Gefühl, sobald ich öffentlich schreibe, dass es mir zumindest vom Antrieb her besser geht. Ich habe mir nicht geschrieben, dass es mir psychisch so viel besser geht, aber vom Antrieb her schlecht besser geht. Dann ist es am nächsten Tag genau das Gegenteil. Also wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das, ja, das ist halt scheiße, weil ich will schon gerne mal sagen, mir geht's gut, ohne dass das Konsequenzen hat. Und ja, ich mache mir große Gedanken über das, was jetzt noch kommt und wie ich mit den Tabletten eingestellt werde. Ich habe ja Ende des Monats, also das habe ich schon erzählt, bei Dr. Götz in St. Pölten einen Termin und ich hoffe, dass der medikamentös was ändert. Das ist halt so meine Hoffnung. Und ja, das Video geht schon über 14 Minuten. Und ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit Blödsinn rede, oder? Ich weiß nicht, es kommt mir vielleicht nur so vor, weil Kerstin auch sagt, ich wirke komplett normal auf sie. Nur, dass ich heute ein rotes Gesicht hatte, weil mich das einfach, diese zwei Attacken, mich einfach wirklich aus dem Kopf geschmissen haben. Aber Conny hat mir sehr geholfen. Hiermit liebe Grüße, Conny. Und auch an ihre Mutter.
Und ja, ich beende das Video jetzt hier. Ich werde mich übermorgen wieder melden. Wie gesagt, morgen gibt es einen Blogbeitrag und übermorgen wieder ein Video. Ich hoffe, dass keine negativen Kommentare kommen, aber wenn irgendwer etwas dazu sagen will, kann er es gerne tun. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht. Ich bin schon extrem müde. Ich bringe das auch schon nicht, Auge nicht schon nicht auf. Das Sprechen fällt mir schwer und ja. Also gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.